Herzschlagspiel der Superklasse. In der ersten Bundesliga treffen die Wasserfreunde Spandau erneut auf Waspo Hannover und kämpfen um den Einzug als Tabellenführer in die Playoffs. Im November lieferten sich die Teams ein Unentschieden, was den Druck auf beide Mannschaften erhöht. Es ist immer schwierig, gegen Waspo zu spielen. Sie sind unsere größten Gegner in der Bundesliga. Mit dem Anpfiff beginnt auch die Punktejagd, die durch ständigen Gleichstand geprägt ist. Mit Hilfe des Torjägers Dennis Strzelecki können sich die Spandauer zur ersten Halbzeit mit 2 Toren Vorsprung absetzen. Es war das erwartet schwere Spitzenspiel zwischen uns und Spandau. Darauf haben wir hingefiebert. Die erste Halbzeit hat Spandau ein bisschen besser begonnen, wobei wir uns dann auch, würde ich sagen, für die zweite Hälfte gefangen haben. In der zweiten Hälfte heißt es dann Nerven behalten, denn die Hannoveraner holen auf und nur wenige Minuten vor Spielende gelingt Andrea Basic erneut der Ausgleich. Wir haben versucht, das ganze Spiel über fokussiert zu bleiben, doch wir wussten, dass das letzte Viertel entscheidend sein wird. Beide Teams stehen unter Druck, bis Tamás Sedlmayr den Sieg der Spandauer mit einem Tor Vorsprung besiegelt. In den Playoffs muss sich Waspo Hannover nun gegen die SG Neukölln behaupten, wobei die Wasserfreunde Spandau zunächst auf den SV Krefeld 1972 treffen und damit im Viertelfinale weitere Herzschlagspiele der Superklasse zu erwarten sind.